Liebe darf bunt sein und schrill und laut. Und natürlich darf die Liebe gefeiert werden, wie sie ist, bunt und vielfältig. Am 30. Juni kamen Gäste aus dem ganzen Norden nach Schwerin, um den Christopher Street Day zu feiern. Ein Fest der Toleranz, der Gleichstellung und der Demokratie, ganz unabhängig vom Geschlecht und von der Art, wie man seinen Nächsten mit offenem Herzen begegnet. Ein wichtiger Anlass war der CSD auch für die Landesregierung. Die Kultusministerin Birgit Hesse kam auf die Bühne, um ein wichtiges politisches Zeichen zu setzen. Und das im Namen der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Ein Tag wie heute ist erstmal ein guter Tag, weil wir nochmal ganz laut und deutlich zeigen können, dass wir für Toleranz und auch Weltoffenheit stehen, dass wir bunt sind. Aber es ist trotzdem ein Stück weit auch traurig, dass man nach wie vor immer noch so dafür eintreten muss. Und ich glaube, ganz wichtig ist, die Gesellschaft muss einfach mal akzeptieren, dass es auch gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften gibt und das einfach auch tolerieren. Mit einer großen Parade wurde an diesem Tag nicht nur das schöne Wetter zelebriert. 2017 fanden gleich zwei wichtige politische Ereignisse statt. Zum einen beschloss der Deutsche Bundestag die Rehabilitierung der Opfer des berühmt-berüchtigten Paragraphen 175. Damit wurden bis 1969 in der BRD bis zu 50.000 Männer wegen Homosexualität verurteilt. Erst 1994 wurde der Paragraph 175 endgültig abgeschafft. Zum anderen eröffnete das Bundesparlament die Ehe für alle. Ein wahrer Durchbruch, von dem viele seit Jahrzehnten nur träumen durften. Der doppelte Grund zum Feiern brachte beim CSD am 30. Juni Hunderte auf die Straße. Es ist ja schön für die Stadt. Wir haben für Mecklenburg-Vorpommern den zweitgrößten CSD. Und wenn man sieht, was hier auf die Beine gestellt wurde, auch mit dem Kulturprogramm in den letzten 14 Tagen, wie viele Veranstaltungen stattgefunden haben, dann können wir da wirklich nur unseren Hut vorziehen, weil das alles im Ehrenamt passiert. Und das ist eine wunderbare Geschichte für die Landeshauptstadt Schwerin, weil es ist bunt und farbenfroh, was wir hier in der Stadt heute erleben. Der Christopher Street Day in Schwerin ist eine Initiative mehrerer ehrenamtlicher Träger aus der Landeshauptstadt. 2018 haben sich die Organisatoren für die gemeinsame Idee besonders stark gemacht. Eine Woche vor dem Fest fanden die Rainbow Days statt, die lesbisch-schwulen Kulturtage. Unterstützt und durchgeführt wurden diese von zwei starken Partnern, den Vereinen Gemeinsam e.V. und dem Club Einblick. Auch die AOK Nordost setzte sich dabei tatkräftig ein. Das Motto dieses Jahr ist, ich bin ich, wir bleiben bunt. Einmal, dass wir wirklich uns dafür einsetzen, dass Leute stolz sein sollen auf das, wer sie sind, was sie sind, egal welche Sexualität sie haben, egal wen sie lieben. Aber auch wir bleiben bunt, da trotz diesen aktuellen Rechtsruck immer noch viel zu tun ist, dass auch noch in Sachen Gleichstellung nicht alles erreicht ist, gerade was gesellschaftliche Gleicheinstellung. Deswegen auch wir bleiben bunt, wir machen weiter und setzen uns weiter ein. Der große, laute und schrille CSD-Umzug rollte durch die Schweriner Innenstadt und endete wieder am Markt. Dort gab es anschließend ein ebenso buntes, schrilles und lautes Bühnenprogramm.